Burgenland Energie is the largest wind power producer in Austria, with 15 wind farms. They plan to invest 2 billion euros in Burgenland by 2025 to make the region carbon neutral. Their portfolio of over 225 wind turbines needs to be kept in excellent working condition. Turbines need inspections approximately every 2 months and on on-need basis, like after storms. Till now, manual inspection required 2 field inspectors to capture images and notes by climbing up the turbines and follow a 150-plus point paper checklist. The process was tedious and time-consuming, requiring coordination with the back-office team to digitize reports and map images with incidents. Nagarro helped Burgenland Energie create a smart glass and a companion mobile app to digitize the end-to-end wind turbine inspection process. Inspectors receive work orders via a web app moderated by a back-office team and start their day by downloading the work orders to work offline on remote turbines. Scanning. At the site, inspectors divide the checklist among themselves and start with the inspection process. Smart Glass enables hands-free, step-by-step inspections with audio and image recording to record the defect details. State-of-the-art noise cancellation ensures quality recordings even at high wind speeds. Foto machen. Once completed, inspectors synchronize results to the web app and reconcile findings for the final report for the back office team to take the next steps. Die digitale Inspektion bringt für uns zuerst einmal 30% Zeitersparnis durch die einfachere und schnellere, effektivere Erstellung der Berichte, da alles digital abläuft. Was ganz wichtig ist, ein Vorteil für uns ist die Sicherheit. Und zwar kann sich der Monteur, der mit der Kamera die Anlage begutachtet, mit beiden Händen an der Leiter festhalten und kann durch Sprachbefehle die Kamera steuern. Die Zusammenarbeit mit Nagarro war sehr gut. Wir haben einen sehr netten Projektleiter gehabt, der uns immer unterstützt hat und wurden bis zum Schluss von ihm sehr gut begleitet. Die Lösung der digitalen Inspektion wurde von unseren Mitarbeitern am Anfang ein bisschen kritisch gesehen, aber nach einiger Zeit hat sich das aufgehoben und sie arbeiten jetzt sehr gerne mit der Brille.